und hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von LS17 hier in Südhämmern. Im letzten Part hatten wir ja gesehen, dass ich da die Wiese soweit geschwadert habe. Jetzt bin ich hier in meiner Ballenlagerhalle und habe mal eben die Quaderballenpresse von Kuhn an den Schlepper gehängt. Und damit fahren wir jetzt mal eben los zur ersten Wiese und werden die ersten Ballen in Quaderballen pressen, um diese dann hinterher auch mit der Quaderballenwickelapparatur zu wickeln. So, donnern wir hier mal eben wieder schön entlang hier. Seht ihr, habe ich das noch fertig gemacht. Mal ein bisschen Mucke anmachen hier. Hillbilly Liner 2. So, und dann gucken wir mal, wo der erste Schwatt liegt. Presse an. Ausklappen. Und dann geht das los. Und wir ziehen uns die ersten Ballen hier ran. Jetzt ein bisschen der kleine Nachteil zu den Ballenpressen, die ich vorher hatte. Die waren ja etwas verändert, dass da die Kapazität etwas kompakter war. Jetzt haben wir hier natürlich dann die normalen Ballengrößen wieder, aber gut, damit können wir, ja, denke ich auch leben. Wird schon irgendwie werden. Ja, vom Aussehen her gefällt mir die Kuhnpresse echt mega nice. Und hier sieht man, die Schwatz liegen echt nicht schlecht, die liegen echt gut. Da muss man natürlich hören, was man kann. Aber so ein Fachmann wie ich hat damit natürlich keine Schwierigkeiten. Ja, im Moment gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Als dass ich hier presse. Press, Baby, press! Gucken wir uns die Kuhnpresse natürlich gleich auch nochmal von außen. Nochmal kurz mit an. Links die Wiese machen wir dann in Rundballen mit der Wickelkombi. Da ist ja bei Kuhn auch so eine Wickelkombi dabei. So, und hier mal aufs nächste Rennen.
Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Part schon mal sagte. Das ist die mittlerweile die Südhermann-Version 5.0. Das ist ja die jetzt auch mit Konditorei und mit Obst. Und so haben wir ja in dem einen Livestream, der ja inzwischen auf YouTube auch nachzusehen sein müsste. Ich habe den jetzt schon mal hochgeladen. Ich werde den demnächst nochmal irgendwie freischalten. Ich denke mal, am Mittwochmorgen müsste der dann gekommen sein. Da kann man nochmal sehen, wie wir uns da ein bisschen durch die Kuchengeschichte kämpfen. Und Südhermann 5.0 eben unter anderem auch jetzt dann mit Zuckerfabrik, mit einer Mühle, die aus Weizen auch wirklich Mehl macht und auch wieder relativ schön. Und quasi eine neue Version ist auch schon mal grob angekündigt. Also der Mapper hatte irgendwo beim Mottos in einem Kommentar schon geschrieben, ja, kommt in der nächsten Version irgendwas dann auch wieder. Also es wird da wohl auch auf jeden Fall noch weitergehen. Und ich denke, wie gesagt, weiterhin, also wenn nicht irgendwo die Supermap jetzt um die Ecke kommt, sehe ich im Moment keinen großartigen Grund hier zu wechseln. Ich habe auch den Eindruck, dass das Ruckeln, was vorher teilweise da war, ein bisschen besser geworden ist seit dem neuen Patch. Ich will das jetzt aber nicht beschreien. Also laut Forum haben viele jetzt wesentlich mehr Probleme seit dem neuen Patch, dass es angeblich ein bisschen ruckelt. Oder was ist angeblich, dass es wohl bei denen ein bisschen ruckelt. Bei mir scheint das teilweise sogar ein bisschen besser geworden zu sein. Hier die Südhermann hat von Haus aus immer so ein bisschen geruckelt in Hofnähe. Das weiß ich nicht, will es nicht beschreien, aber habe ich bisher länger nicht gemerkt. Kann aber auch durchaus Zufall sein. Dieses Ruckeln und Zuckeln war immer schon ein klein bisschen nervig, aber wäre jetzt nicht ein primärer Grund, von der Map wegzugehen. Also ich fühle mich hier schon noch relativ wohl jetzt auch durch die ganzen Sachen. Und momentan hätte ich keine Veranlassung zu wechseln. Ich wüsste auch gerade gar nicht, wohin. So. Das waren dann die Qualabällchen. Dann drücken wir die übrig gebliebenen hier noch eben raus. In die Halle zurückfahren wir die später. Wir lassen die mal eben hier so lange hier stehen. Aber mit dem Schlepper natürlich gleich auf die andere rüber wechseln. So, jetzt schnappen wir uns mal eben wieder den Trecker hier. Der ist im Moment gemietet. Das ist sozusagen eine Dauermietung. Ich konnte mich noch nicht dazu entschließen, den zu kaufen, weil ich die Kohle auch nicht habe. Aber ich habe den jetzt mal so ein bisschen als Dauermietgabe quasi. Aber es kann durchaus sein, dass er noch ein paar Tage hier auf dem Hof bleibt. Und der hat auch schon ganz gute Dienste geleistet. Ich hatte das jetzt... Upsala. Wir hatten oben angesät. Hier auf den Feldern oben. Da haben wir jetzt ja komplett Raps. Also hier die... Wir nochmal eben hingehen. Ah, Karte wird geladen. Auf der 2, 3, 4 haben wir komplett Raps gemacht. Das haben wir halt, wie gesagt, mit zwei... Haben wir erst komplett geflücht und Gülle und dann gesät. Das haben wir mit zwei Schleppern gemacht. Der dritte Schlepper... steht auch immer noch da oben, hat er das Saatgut auf dem Überladewagen dabei und da hatten wir schon gar keinen Trecker mehr übrig und ich wollte noch Kompost zum Obstbetrieb fahren, brauchte also auf jeden Fall noch einen Schlepper. Da hatten wir alle Schlepper, die wir hatten, wirklich in Action und da hat er schon ganz gute Dienste geleistet. Und für solche Sachen, für kleine Transportarbeiten oder für kleine Arbeiten, ist er hier wirklich gut geeignet, finde ich. So, jetzt müssen wir mal eben die Presse hier rausziehen, weil die steht genau vor dem Qualabeinwickler. Hier in dieser kleinen Halle steht ja alles, was so ein bisschen mit Grünland zu tun hat. Das wisst ihr ja, da seht ihr die Menge der Ladewagen. Da seht ihr, wie gesagt, meinen Bandschwader, den ich dann in Zukunft wieder benutzen werde. So.
wenn wir hier mal ein paar Ballen einwickeln, wenn wir jetzt nicht alle machen, weil wir dann direkt gleich nochmal umswitchen. Und die andere Geschichte nochmal mitmachen. Wir klappen den aus. Finde ich auch ganz gut animiert hier. So, und dann müssen wir nur gucken, dass wir hier geschickt runterkommen. Naja, gut. So, ihr seht hier, ich habe jetzt die rosa Ballenfolie genommen. Irgendwie sieht das ganz witzig aus. Man kann ja, das hatte ich auch in dem Video auch gezeigt beim Kauf, kann man die Ballenfarbe wechseln. Und auch nachträglich natürlich konfigurieren. Das geht natürlich alles. Was ich ganz nice finde, ist wirklich die Animation, wie abschneidet. Da muss man wirklich gleich mal drauf gucken. Also hier überhaupt die Wickelanimation, das finde ich sehr schön gelungen. Zack, und da kommt wirklich das Messer und schneidet das richtig schön ab. Das finde ich wirklich gut gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz gut gelungen. Hier macht, weil der Ball ein bisschen aufrecht steht. Er muss tatsächlich liegen, oder? Na, ja, nö, dann liegt er hier. Das ist auch in Ordnung. Also muss er schon relativ gerade drauf zufahren, aber gut, das ist, glaube ich, im realen Leben auch so. Gut, dann schauen wir uns den Ball noch eben an. Ohne würde ich auch sagen, haben wir das Quaderbein einpacken gesehen. Dann switchen wir hier nochmal eben die Maschine. Die Presse mal eben ab. So, das ist jetzt die Rundballenpresse, ebenfalls auch, wie ihr seht, mit der farbigen Ballenfolie. So, dann ziehen wir ihn direkt hin. Rest also auch nicht weiter, sobald lange der Ball da rausgeht. Aber jetzt misst er wieder. Man muss also tatsächlich kurz anhalten. Ist also nicht wieder wie mit der Ultima möglich, da in einem Schnitt durchzuarbeiten. Aber gut. So, ablassen tun wir natürlich wie immer mit Z. Zack, da rollt er runter. Roll nicht so weit, mein kleiner Freund. Wie es mir hier ein Schneidwerk hingestellt hat. Wahrscheinlich der gleiche Dussel, der irgendwie versucht hat, Strohballen zu wickeln. So, gucken wir uns hier mal an, wie er das einwickelt. Das finde ich auch ganz schön geworden. Gibt das auch nichts. Natürlich reichlich schnell voll hier im Moment, weil das natürlich auch
stark zusammengeschwadert ist. Das sind ja große Schwarz. Da sieht man jetzt natürlich, dass die Ballenpresse da sehr schnell voll wird. Ich finde das jetzt natürlich gut, wenn man jetzt sagen könnte, was weiß ich, wir verdoppeln die Kapazität einfach mal auf 8000 oder so, dann hat man auch nicht so viel Ballen am Hochstehen aus, die üblichen Performance-Gründen und so. Aber gut, ist beim DLC so nicht möglich. Gibt immer Möglichkeiten, aber da jetzt irgendwie dran rumzuknacken oder rumzuhacken, habe ich keinen Bock drauf. Und DLC-Sachen sind nun mal nach wie vor verschlüsselt und auch sicherlich nicht ohne Grund. Und davon lasse ich logischerweise die Finger. Vor allem geht es auch darum, wenn man jetzt an solchen Maschinen rumspielt, ist es nachher auch immer eine Multiplayer-Frage und überhaupt und sowieso. Und trotzdem finde ich die ebenso ganz nice. Ist auch eine gute Alternative zu den Mod-Maschinen. Also da gibt es nichts. Natürlich wünsche ich mir auch, dass die Ultima-Presse bald noch wieder rauskommen, wo man dann auch in einem durchfahren kann. Und wo man eben auch Verbrauchsmaterial nachfüllen muss. Das finde ich immer ganz schön. Ist immer schade, dass das hier nicht dabei ist, aber das war von vornherein, denke ich, klar. Aber mir gefällt das eigentlich immer ganz gut, wenn man dann irgendwann mal die Folie alle ist oder die Ballennetze alle sind oder wie auch immer. Das ist schon immer ein schönes, eine schöne Zusatzgeschichte. Apropos Zusatzgeschichte, ich sehe gerade, ich hau mir nochmal eben Schnitzelmenü rein. Ihr seht, ich bin jetzt fast förmlich auf Schnitzelmenü umgestiegen. Ups. Weil es irgendwo am meisten den Hunger lindert. Ich sollte auch langsam mal wieder was anderes essen. Sonst sehe ich bald aus wie so ein Schnitzel. Nicht so fettig, aber so kross. So. Ja, und das waren jetzt die beiden Ballenpressgeschichten, so wie im letzten Video ja der Bandschwader aus dem Kuhn DLC. Wir können uns die Geschichte hier nochmal eben einmal anschauen. Das war einmal der Mergemax 902. Den hatten wir im letzten Part. Das ist dieser Bandschwader. Und hier sind die beiden Pressen und das Wickelgerät. Einmal die Kuhn LSB 1290D als Quaderballenpresse, wo man dann mit dem SW 4014 hinterher die Ballen wickeln kann. Und hier haben wir die Presse, die wir gerade am Start haben. Das ist die FBP 3135 Rundballenpresse mit integriertem Ballenwickler hinten dran. Funktioniert alles wie es soll. Gibt's für mich nichts dran zu meckern. Und ich denke, wir kommen für dieses Video jetzt erstmal zum Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bin's auf jeden Fall. Bis dahin, euer Micha. Tschüss.